Seit 25 Stunden ist Diabetikerin Sophia Klingenberg in der Gewalt ihres Entführers. Bekommt sie ihr lebensrettendes Insulin nicht, stirbt sie an einem Zuckerschock. Ihre Schwester Ina Pfeiffer hat Privatdetektiv Sascha Kern eingeschaltet. Beide verdächtigen Sophias Ehemann Paul. Und der Ermittler glaubt, dass der Kfz-Meister noch mehr Dreck am Stecken hat. Deshalb heftet er sich an die Fersen von Pauls Bürokraft, die in der Schrottplatzzentrale verschwindet. Über einen Mitarbeiter hofft der Detektiv mehr zu erfahren. Tagchen. Hallöchen. Na, was war das hier für ein heißer Feger gerade? Was will die denn mit so einem alten Sack? Na, sie ist die Tochter vom Chef. Aber auf ältere Typen steht die, glaube ich, trotzdem. Aha. Na, die wäre doch was für dich eigentlich. Ja? Du, die ist doch nicht älter wie 20 oder so, ne? Ja, nee, die ist schon mit so einem Kfz-Meister eine ganze Weile zusammen. Seitdem der hier aufgetaucht ist, war ich bei ihr abgeschrieben. Mit Kfz-Meister? Was ist denn das für ein Typ? Ja, er sieht schon ganz gut aus. Verheiratet ist er, glaube ich, auch. Ah, na ja, was hat denn der für eine Verbindung hier überhaupt? Ja, nur die Tochter? Ja, der kauft oder? Hier schon seit Jahren einen großen Stil Kfz-Teile ein. Was für Teile? Motorhauben, Kotflügel oder was? Nee, das sind geht bei Auspuffanlagen los und hört bei Bremsanlagen auf. Und ich muss die ganze Zeit die Teile schrubben, damit die wieder aussehen wie neu. Ach, du kannst die Drecksarbeit hier machen, ja? Ah, ist ja interessant. Und Bremsanlagen hört sich natürlich auch sehr interessant an. Ja, pass auf, die Zeit rennt, mein Auto steht bei euch vorne um die Ecke. Ich muss jetzt langsam wieder los. Ich danke dir erstmal, ne? Entschuldigung, warum wollten Sie das eigentlich überhaupt alles wissen? Ich bin nur neugierig. Tschüssi. So, der Paul kauft hier also auf diesem Schrottplatz im großen Stil Ersatzteile ein. Naja, aber ohne stichfeste Beweise brauche ich bei der Polizei nicht aufschlagen. Aber ich habe schon so eine Idee, wie ich dem Paul vielleicht die ganze Geschichte nachweisen kann. Detektiv Sascha Kern braucht Beweise, dass Paul anstatt der versprochenen neuen Ersatzteile seinen Kunden Schrott ins Auto einbaut. Um diese betrügerischen Machenschaften des Kfz-Meisters aufzudecken, setzt Sascha seine jüngere Schwester Jenny als Lockvogel ein. So, hier ist eine Kamera drin, ja? Ich kann dich die ganze Zeit auf dem Monitor sehen, höre dich über die Funke, du brauchst dir gar keine Gedanken machen. Wenn irgendwas ist, bin ich sofort dort, ja? Wichtig ist, vergiss nicht deinen Auftrag, ja? Du fährst rein, klimper, klimper mit den Augen. Ja, ich möchte gerne mein Auto reparieren lassen. Und TÜV brauche ich auch noch. Ja. Dann haben wir eigentlich schon soweit alles, was wir brauchen bei ihm. Und wichtig ist, denk dran, er ist auch vielleicht nicht ganz sauber. Ne? Also wenn es gefährlich ist, dann quiekst du laut. Ich sehe dich sowieso, komm ich reingerannt. Aber dafür schuldest du mir was. Du kriegst von mir einen Wellness-Tag spendiert. Einverstanden? Einverstanden. Gut. Na, dann machen wir uns ans Werk. Also Jenny fährt jetzt in der Werkstatt, lässt sich von dem Paul Klingenberg mal den Wagen durchsehen. Da wird sowieso einiges zu reparieren sein. Und dann werden wir mal sehen, was der da für Teile verbauen wird. Jenny hat schon öfters für ihren Bruder recht erfolgreich den Lockvogel gespielt. Sie ist mit einer Knopfkamera und einem Ohrstecker verkabelt. So kann der Detektiv ihr über das Funkgerät Anweisungen geben und sich in die Unterhaltung einmischen. Ahnungslos berät Kfz-Meister Paul seine neue junge Kundin. Schauen wir uns doch mal an, ne? Ich habe echt Glück gehabt, dass Sie mich noch mal dazwischen drängen konnten. Ja, na klar, bei so einer hübschen Frau, da kriegt man das schon hin. Da schiebe ich doch mal ein paar Rentnerautos nach hinten, ne? Eieieiei. Da ist einiges zu machen, ne? Also, was ich von hier schon sehe. Frag ihn mal bitte, was es kostet, wenn du das ganze Auto repariert haben möchtest, plus TÜV. Und wird es dann sehr teuer? Weil einmal würde ich ihn schon gerne noch durch den TÜV bekommen. Ja, was ich so sehe, Wechsel. Ein bisschen was muss man schon investieren, aber ich denke mal, da kriege ich was hin. Also ich baue Originalersatzteile ein und zu einem Spottpreis und dann kriegen wir durch den TÜV. Frag ihn bitte, warum alles so billig ist, wenn er nur Originalteile verbaut. Ich dachte immer, Originalteile wären so teuer, dass es Festpreise gibt wie bei einer Shampooflasche. Ja, das gibt schon Festpreise, aber man hat so ein bisschen Spielraum. Und wenn ich von meinen Arbeitsstunden auch so ein bisschen vom Preis runtergehe, was ich natürlich gern mache für so eine hübsche Frau, dann kriegen wir das schon hin. Okay, frag ihn bitte noch, wann du den Wagen wieder abholen kannst. Und dann mach, dass du da rauskommst, so schnell wie möglich. Also, wenn die Sophia hier über die krummen Geschäfte ihres Mannes Bescheid wusste, dann hat natürlich der Paul ganz klar ein Motiv gehabt, sie aus dem Weg zu räumen. Wir werden jetzt Folgendes machen, wir warten jetzt, bis das Auto fertig ist. Suchen uns dann einen unabhängigen Gutachter, lassen Jennys Auto da durchchecken. Und ich denke, wenn das rauskommt, dass dort diverse Schrottteile verbaut sind, haben wir die Beweise, die die Polizei braucht, um ihn als Täter wieder ins Spiel zu bringen. 4 Stunden später lassen Privatdetektiv Sascha Kern und seine Schwester Jenny den reparierten PKW von Kfz-Meister Rainer Pikowski überprüfen. Auch Ina ist mitgekommen, die weiterhin um das Leben ihrer entführten Schwester Sophia bangt.
Alle sind gespannt, ob sich der Verdacht bestätigt. Könnt ihr das sehen? Das ja. Ist deutlich zu sehen hier, der Rost. Beim TÜV wird wohl nächstes Mal der TÜV sagen, April, April. Hier wird wahrscheinlich ein neuer Teil, also ein neuer Krümmer verbaut werden müssen. Also erstmal zum Thema Rost, ja. Da fällt mir gleich ein, hat mir der Kevin vom Schrottplatz erzählt, dass er immer wie ein Verrückter die Teile aufpolieren muss. Und mal zum TÜV, du hast doch gerade TÜV machen lassen. Naja, der Paul hat den TÜV mitmachen lassen, hat zwar auch nicht weiter gesagt. Und hat auch eine Menge ausgetauscht, aber... Tja. Der Krümmer hat mit Sicherheit schon 80.000 auf der Uhr. Was mich irritiert, der Auspuff ist ja relativ neu, aber der Krümmer nicht. Ja, den Auspuff habe ich vor, lass mich überlegen, ja, knapp 2 Jahren mitmachen lassen, weil ich ansonsten ja keinen TÜV mehr bekommen hätte. Ja, bloß was ist hier mit der Rechnung? Auf der Rechnung steht der komplette Auspuff drauf. Endrohre, Zwischenrohre, Töpfe und Krümmer. Mhm. Und der Krümmer ist garantiert nicht neu. Aber nun will ich dir noch mal was zeigen. Guck dir mal hier die Bremse an. Was siehst du da? Die Bremsbeläge sind niegelnagelneu. Ja. Sehe ich als Laie. Na, siehst du. Und guck mal hier oben. Was sagt dir das? Was sagen die Leitungen da oben? Alles Schrott. Ja. Wenn das Schrott ist und das neu ist, dann guck mal hier auf die Rechnung. Und was sagt dir die Rechnung? Komplette Bremsanlage erneuern. Niegelnagelneu. Ja. Komplett, also nicht bloß Bremsklötzer. Moment mal, ganz kurz. Also wo ich jetzt das Wort Bremsen höre, also mir fällt da ein, so ungefähr vor einem halben Jahr, da hat der Paul eine Anzeige gekriegt. Der hat Bremsen in das Auto von einer Frau gebaut und die hat er mit einem Unfall gebaut. Mich persönlich würde mal interessieren, was bei dem Verfahren damals rausgekommen ist. Denn wenn man ihm den Fusch hätte nachweisen können, hätte er theoretisch seine Werkstatt sofort dicht machen müssen. Ich werde jetzt einen Bekannten von mir anrufen, der ist Gerichtsreporter, und der soll mal die alten Unterlagen wälzen. Vielleicht findet er das eine oder andere im Archiv, was er mir sagen kann, was mir weiterhilft. Die 30-jährige Diabetikerin Sophia gilt mittlerweile seit 32 Stunden als vermisst. Sie ist gefesselt und hat panische Angst. Noch immer gibt es keinerlei Hinweis auf den Aufenthaltsort oder den gesundheitlichen Zustand von Sophia. Sascha Kern hat ein Treffen mit Ina und dem langjährigen Gerichtsreporter Stefan Klum organisiert. Von ihm hat der Privatdetektiv schon öfter gute Tipps bekommen. Als ich den Namen Klingenberg gehört habe, da hat es gleich bei mir geklingelt. Vor etwas über einem halben Jahr gab es gegen den schon mal einen Prozess wegen fahrlässiger Körperverletzung. Hat damals das Auto von einer jungen Frau repariert. Die ist dann mit dem Fahrzeug verunfallt, schwer verletzt, Wachkoma. Der Freund von ihr hat damals die Anzeige gegen ihn erstattet. Ja krass, also dass irgendwas Schreckliches passiert ist, das hat Sophia mir wohl erzählt. Aber dass Paul so viel missgebaut hat. Ina, also ich denke, dass die Sophia darüber gar nicht Bescheid gewusst hat, was der Paul für krumme Dinger dreht. Naja, jedenfalls im Prozess hat dann der Freund von dem Mädel ausgesagt, am Tag des Unfalls war sie nochmal mit dem Fahrzeug in der Werkstatt von Klingenberg, weil die Bremsen, die da eingebaut worden sind, nicht richtig funktioniert haben. Die Bremsen, ja, damit scheint man noch ordentlich viel Kohle zu machen, ne? Naja, Bremsen sind Verschleißteile, die gehen immer kaputt, kann man immer was dran verdienen als Automechaniker. Naja, jedenfalls, als sie dann beim Klingenberg am Hof war, hat der nur kurz drauf geguckt und hat ihr dann gesagt, die Bremsen sind einwandfrei und sie wird sich das Ganze nur einbilden. Hat sie dann einfach wieder weggeschickt, ohne irgendwas zu machen. Ja, und das hat sie ihm dann geglaubt? Nö, die hat dann noch auf dem Hof ihren Freund angerufen und der hat gesagt, fahr sofort in die nächste Werkstatt und die Rechnung schicken wir dann dem Klingenberg. Naja, und lass mich raten, also bis in die nächste Werkstatt ist er bestimmt nicht mehr gekommen, ne? Nee. Die ist kaum vom Hof gefahren, 800 Meter weiter, hat ein Stoppschild überfahren, über die Kreuzung drüber und ist ungebremst frontal auf den Baum geknallt. Wie gesagt, Wachkoma. Krass. Ja, kann man das Paul nicht nachweisen? Also ich meine, ein Gutachter guckt sich das Ganze doch an nach einem Unfall. Gutachten ist natürlich gemacht worden, aber der Gutachter hat dem Klingenberg einwandfrei bescheinigt. Er hat neue Bremsen korrekt eingebaut, haben funktioniert. Selbstverschuldender Frau, Freispruch. Naja, so wie du das gerade sagst, kommt mir das so vor, als wenn du nicht ganz glaubst, die Geschichte da vor dem Gutachter. Der Typ ist nicht ganz astrein, hat einen ziemlich zweifelhaften Ruf in der Branche. Ich würde mich in ein Auto, was der gecheckt hat, nie reinsetzen. Wissen Sie denn zufällig noch den Namen von der Frau oder von Ihrem Freund, sodass wir vielleicht Kontakt zu denen aufnehmen können? Weil das würde uns echt richtig helfen. An den Namen komme ich leider nicht mehr dran. Wir verwenden ja immer nur Pseudonyme wegen dem Persönlichkeitsschutz der Betroffenen. Aber ich habe hier noch den Namen vom Krankenhaus und das genaue Datum. Das ist spitze. Den brauche ich nämlich ganz, ganz wichtig. Städtisches Klinikum. Stefan,
du hast mir auch super geholfen. Ja, ich schreibe mir das Krankenhaus auf. Und für mich fügen sich auch die Puzzleteile langsam zusammen. Und ich habe endlich was, wo ich diesen Paul unter Druck setzen kann. Also, wahrscheinlich hat die Sophia nicht nur alles rausbekommen mit den verrotteten Ersatzteilen, die verbaut worden sind, sondern weiß jetzt auch Bescheid über den Prozess, der gegen ihren Mann geführt worden ist. Sie ist ja nicht dumm und kann eins und eins zusammenzählen. Und Fakt ist, so entsteht für den Paul natürlich ein dickes Motiv, seine Frau aus dem Weg zu räumen. Sofort fahren Privatdetektiv Sascha Kern und Ina zu Pauls Werkstatt. Mit den bisher gewonnenen Erkenntnissen wollen sie den Kfz-Meister so unter Druck setzen, dass er endlich Sophias Aufenthaltsort verrät. Doch der ist mit seiner Bürokraft beschäftigt. Was ist das denn? Sophia ist verschwunden und der Bob ist seine Sekretärin? Bleib jetzt hier! Was? Mensch, hör jetzt auf! Ruhig bleiben! Das ist das Beste, was uns passieren kann, dass sie jetzt auf Regeln. Guck jetzt mal durch die Schubkästen durch. Wir müssen ein paar Sachen finden. Ich brauche Bestellscheine, die zu Jennys Autorechnung passen für die Polizei. Mit den Bestellscheinen könnte der Ermittler endlich nachweisen, dass die Ersatzteile im Auto seiner Schwester nicht Neuware sind, sondern vom Schrottplatz stammen. Aber stattdessen findet Studentin Ina ganz andere Unterlagen. 3 anonyme Briefe. Beeil dich. Die sind vielleicht gleich fertig, Mensch. Hey, was hast du denn da? Das sieht aus wie ein Drohbrief. Pack den Scheiß ein. Los. Hast du was? Ja, ich hab alles. Komm, raus hier. Wenn ich das richtig gesehen habe, waren das Erpresserbriefe. Da will vielleicht irgendjemand was von Paul im Austausch gegen Sophia. Und dieser Schweinehund gibt die Briefe nicht der Polizei weiter. Das sieht man ja daran, dass Ina die gerade auf dem Schreibtisch gefunden hat. Zurück im Auto des Detektivs öffnet Ina mit zitternden Händen die Briefe. Und der erste Eindruck des Ermittlers bestätigt sich schnell. Es ist eine Drohung von Sophias Entführer. Jetzt bekommst du, was du verdienst, du Bastard. Wenn du nicht innerhalb von 24 Stunden zur Polizei gehst und deine Schuld am Zustand meiner Frau zugibst, werde ich dir dasselbe nehmen, was du mir genommen hast. Deine Frau, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oh Gott. Das Unfallopfer im Wachkoma. Die haben immer so leere Augen. Aber Fakt ist, dann kommt Paul als Täter nicht mehr in Frage, sondern der Freund der Frau, wo die Bremsen versagt haben. Hier sind noch 2 Briefe. Warum hat Paul nicht reagiert und warum hat er nicht der Polizei Bescheid gesagt? Wissen muss er gar nichts und wundern tut mich da auch nichts mehr. Ne? Die ganze Geschichte ist ihm doch entgegengekommen, dass seine Frau jetzt weg ist. Was ist das denn bitte für ein kranker Typ? Ganz ehrlich, wie kann man denn eine kranke, unschuldige Frau für das Verbrechen ihres Mannes bestrafen? Oh Gott, oh Ina, Gott. Pass auf, der ist bestimmt davon ausgegangen, dass der Paul seine Frau genauso liebt wie er seine und sich sofort der Polizei stellt und ein umfangreiches Geständnis ablegen würde. Er konnte ja nicht ahnen, dass er dem Paul damit noch einen Gefallen im Endeffekt getan hat. Ne? Wie finden wir den Typen jetzt? Der hat nicht mit seinem Namen unterschrieben, natürlich nicht. Ja, ich habe eine Idee. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus, da wo das Unfallopfer liegt. Und wenn er seine Frau so liebt, wie er gesagt hat, dann wird er da früher oder später auftauchen. Meinst du denn, wir können einfach auf die Station spazieren und die Koma-Patienten finden? Die werden uns ganz sicher nicht sagen, wer meine Schwester entführt hat. Ganz ruhig. Ich kenne da jemanden, ja. Der arbeitet dort als Krankenpfleger, der schuldet mir noch einen Gefallen. Der könnte uns auf die Station raufschließen oder im Endeffekt uns mit guten Informationen versorgen. Fakt ist eins, du musst jetzt als erstes die Polizei anrufen und gibst mal den aktuellen Ermittlungsstand durch, ja? Ich weiß nicht, ob wir Sophia überhaupt jemals wiederfinden werden. Aber eins weiß ich auf jeden Fall. Paul wird dafür büßen, denn er ist schuld daran, dass Sophia entführt wurde und dass sie jetzt in Lebensgefahr ist. Inzwischen weiß Sophias Entführer nicht mehr weiter, weil Paul auf seine Drohbriefe nicht reagiert. 2 Stunden später hat Sascha Kern von seinem Bekannten aus dem Krankenhaus erfahren, wie er auf die Intensivstation gelangen kann. Und so sind der Privatdetektiv und Ina inkognito als Putzpersonal unterwegs. Nun hoffen sie dort, dem Freund der verunglückten Frau zu begegnen, die wegen Pauls minderwertiger Ersatzteile einen Unfall hatte und im Wachkoma liegt. Ihre Freundin ist wirklich stabil und soweit wir das abschätzen können. Ich habe eine Zucken in den Augen gesehen. Haben Sie das auch gesehen? Sie weiß auf jeden Fall, dass ich da bin. Das ist kein Zweifel. Es war keine Reaktion. Kann es sein? Sie weiß auf jeden Fall, dass ich da bin. Was wir gesehen haben, das sind die Nervenzuckungen, die Koma-Patienten in diesem Stadium eben zeigen. Wir wissen nicht, ob Ihre Freundin je wieder aufwachen wird. Die Chancen dafür stehen 50-50. Und wenn sie aufwacht, können wir auch nicht sagen, ob sie nicht doch irgendwelche Folgeschäden davon trägt. Kann nicht sein, da will ich ja nicht hören. Sogar ein Pflegefall wird. Ich will ja nicht hören. Und selbst wenn ich bin für Sie da, machen Sie irgendwas. Herr Mörs, kommen Sie Ihre Freundin hier jeden Tag besuchen. Das ist gut für Sie.
Aber verlieren Sie sich nicht aus dem Auge. Leben Sie Ihr Leben weiter. Versuchen Sie das auch ein bisschen umzusetzen, was Sie sich vielleicht mit Ihrer Freundin zusammen vorgenommen haben. Mehr kann ich Ihnen jetzt leider auch nicht sagen. Und ich muss los. Tut mir leid. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Betrübt geht Chris Moers nichtsahnend an Ina und dem Ermittler vorbei. Er ist es, ganz sicher. Das ist der Entführer von Sophia. Ich werde mich jetzt an seine Fersen heften wie Kaugummi, denn er wird uns jetzt hundertprozentig zu Sophia führen. Diabetikerin Sophia Klingenberg wurde vor 3 Tagen entführt. Ihre Schwester Ina Pfeiffer und Privatdetektiv Sascha Kern haben herausgefunden, dass Sophias Ehemann Paul ein Betrüger ist. Mit seinen Schrottersatzteilen ist er für den Zustand einer jungen Frau verantwortlich, die seit einem Autounfall im Wachkoma liegt. Deshalb erpresst ihr Freund Chris den Kfz-Meister nun mit Sophias Leben. Doch Paul reagiert nicht auf dessen Drohbriefe. Der Detektiv und Ina verfolgen den vermeintlichen Kidnapper und hoffen, dass er sie zu der vermissten Sophia führt. Während Ina die Polizei verständigt, bleibt Sascha Kern ihm auf den Fersen. Hey, was ist hier los jetzt? Schluss! Du bleib mal an deiner Wand da gleich stehen, ja? Ja, Ausmeister, oder was willst du denn, Mann? Ich bin hier an, du hast keine Ahnung, verpiss dich! Ganz ruhig. Junge Mann! Pass auf, du hast 2 Optionen. Ruhe, jetzt spreche ich hier! Du hast 2 Optionen, Bengel. Ja, ich mach dir den Hammer drum oder du bleibst hier ruhig hocken. Ich weiß gar nicht, um was es geht. Hock dich runter, hab ich gesagt. Komm, runter, runter! Ich will sehen, dass du dich runterhockst. Jetzt ist Schluss. Ja, da kannst du bleiben. Jetzt atmest du erstmal schön durch. Ich weiß, um was es geht. Ich bin Privatdetektiv. Ich kann das auch nachvollziehen, dass es. Wie du dich fühlst. Aber trotzdem, Junge, darfst du keine Straftat begehen und hier eine unschuldige Frau entführen. Die hat mit der Sache gar nichts zu tun. Alle, ich habe mich drum gekümmert oder so. Die Leute sollen einfach mal nachdenken. Wenn man was macht, die kommen nicht vorne weg. Scheiße. Hör mir zu jetzt. Die Frau braucht Medikamente. Ja, täglich. Und was du hier machst, das hätte ganz groß in die Hose gehen können. Und wenn du jetzt ruhig und cool bleibst, garantiere ich dir, dass auch die Polizei mit dir vernünftig umgeht. Denn die ist schon auf dem Weg hierher. Also du hast keine Chance. Ihr werdet eingebuchtet und der andere kommt weg. Du musst, pass auf, natürlich nimmt die Polizei jetzt erstmal mit. Ina, ist alles in Ordnung dort? Wie jetzt der Zweite? Pass auf, geht jetzt folgendermaßen weiter. Die Polizei kommt jetzt, wird dich mitnehmen. Ich bin aber mit dabei. Ja, ich sage auch, dass du dich hier ruhig verhalten hast und einsichtig bist. Und all das wird im Endeffekt vor Gericht zum Positiven für dich bewertet werden. Gestehe die ganze Geschichte jetzt und um Paul kümmere ich mich, das verspreche ich dir. Chris beteuert, dass er Sophia nicht in Lebensgefahr bringen wollte. Deswegen hat er das Insulin bei ihrem Arzt geholt. Er wollte nur, dass Betrüger Paul gesteht und bestraft wird. Erst als Ina ihrer geschwächten Schwester die Insulindosis gibt, wird dem 27-Jährigen richtig klar, dass er Sophias Leben aufs Spiel gesetzt hat. Mir tut es so leid, ich hab selber Scheiße gebaut und ich hätte fast selber jemanden umgebracht. Ich wollte bloß, dass dieser Paul seine Strafe kriegt und jetzt, ich hoffe, ich kann nicht wieder gut machen. Mir tut es echt leid. Sophia ist in Sicherheit und gesundheitlich stabil. Privatdetektiv Sascha Kern fährt ein letztes Mal zu Pauls Werkstatt. Er ist gespannt, wie der kriminelle Kfz-Meister auf die Entwicklung des Falls reagiert. Und was Pauls Bürokraft Chantal angeht, wird der Betrüger auch noch sein blaues Wunder erleben. Sie haben hier die Leute beschissen mit Schrottteilen. So einfach ist die Geschichte. Ihre Frau war verschwunden, Sie haben Erpresserbriefe hier gehabt. Haben die nicht weitergereicht? Also, da hängen Sie auch mit drin. Hey, komm, Paul, erzähl. Was soll ich denn erzählen? Gibt's nicht zu erzählen. Mann, es wird immer noch schlimmer. Komm. Bist du ruhig? Setz dich hin, sieh gut aus, ist das, was du kannst? Spreche dein Maul. Was? Ja, genau. Ich soll mein Maul halten? Ja, na logisch. Du tickst doch wohl nicht mehr richtig. Wie redest du eigentlich mit mir? Ich mache hier die ganze Zeit die Scheiße. Halt die Fresse, setz dich jetzt hin. Wir klären das später. Nun seien Sie beide mal kurz ruhig, ja. Vor uns habe ich den Eindruck gehabt, Sie kommen nicht ganz gut mit Ihrem Chef klar. Jetzt ja, so war's auch, ist Blick natürlich auch sehr interessiert, wenn ich noch mehr Informationen von Ihnen kriegen kann. Ja, er hat mich die ganze Zeit erpresst. Ich sollte eine Falschaussage vor Gericht machen. Sein, hab ich gesagt. Jetzt ist Schluss damit, Paul. Hey, die nächste Geschichte. Lass dich nicht einschüchtern. Kommen Sie am Tisch rum. Kommen Sie jetzt mit zur Polizei, machen gleich eine Aussage. Kannst du zusehen, ja, wie du das alleine hinkriegst? Ganz ruhig. Komm. Loslassen. Du, wenn ich dich nimm die Pfoten weg. Ich reiß dir den Schädel vom Hals zum Stück. Whatever.
Vier Wochen später ist Sophias Entführer Chris zu einer milden Strafe von 2 Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Es wurde ihm angerechnet, dass er geständig war, seine Tat bereut und sein Opfer gut behandelt hat. Sophia erholt sich langsam von den schockierenden Ereignissen. Sie hat sich von ihrem skrupellosen Ehemann getrennt und ist mit Ina zusammengezogen. Sascha Kern will wissen, wie es den Schwestern geht. Wie war der Umzug? Alles gut hinter euch gebracht? Oh, alles super gelaufen. Wir freuen uns tierisch über unsere neue Wohnung. Sehr schön. Und geht's dir besser? Ja, der Zucker hat am Anfang noch ein bisschen verrückt gespielt, aber jetzt ist insulintechnisch wieder alles in Ordnung. Ich kann essen, was ich will. Und das macht sie auch den ganzen Tag. Ja, lass dich ruhig essen. Habt ihr was von dem Entführer mal wieder gehört? Der Fall ist abgeschlossen und die Verhandlung müsste gelaufen sein mittlerweile. Er hat mir einen Brief geschrieben und sich entschuldigt, aber ich habe mich noch nicht zurückgemeldet. Soweit bin ich noch nicht. Ich möchte ihm noch nicht gegenübertreten. Und okay, ich bin auch froh, dass er den Deal mit dem Staatsanwalt gemacht hat, damit ich erst mal raus bin und mich damit erst mal nicht beschäftigen muss. Na gut, aber richte dich drauf ein. Dein noch Ehemann musste noch einmal gegenübertreten bei einer Gerichtsverhandlung. Ihm kann man, wie gesagt, eindeutig nachweisen, Betrug und fahrlässige Körperverletzung. Ich denke aber, das wirst du gut hinter dich bringen, ja, so eine Verhandlung. Ja, und vor allen Dingen auch die Aussage von Chantal, die wird ihm auch sowas von das Genick brechen und dann muss er hoffentlich ins Gefängnis. 2 Monate später wird Paul wegen Betrugs und fahrlässiger Körperverletzung zu 18 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Nur kurze Zeit darauf wacht das Unfallopfer endlich aus dem Koma auf. Die unzertrennlichen Schwestern schauen gemeinsam in eine hoffnungsvolle Zukunft.